Salut et bienvenue bei Fit für Franze. Wie formst du auf Französisch eine direkte Rede oder Frage in eine indirekte Rede bzw. Frage um? Was musst du alles verändern? Dazu hier meine ultimative Gebrauchsanleitung. Allons-y, los geht's! Thomas sagt: Je joue au foot avec mon copain Nicolas. Ich spiele mit meinem Freund Nicolas Fußball. Wenn ich über das Gesagte berichten möchte, muss ich die direkte Rede in eine indirekte Rede umformen. Der Hauptsatz beginnt mit il oder elle dit que oder que'. Auf Deutsch würde ich formulieren, Thomas sagt, dass er mit seinem Freund Nicolas Fußball spielt. Wir haben den Hauptsatz, Thomas dit que, und den Nebensatz, il joue au foot avec son copain Nicolas. Aus je wird il, aus mon copain wird jetzt son copain, sein Freund. Ich verbinde die Sätze. Vor que steht im Gegensatz zum Deutschen kein Komma. Und wichtig, vor einem Vokal oder stummem H wird que apostrophiert zu que apostroph. Thomas dit qu'il joue au foot avec son copain Nicolas. Marine fragt ihre Freundinnen Elodie und Clara: Vous allez au cinéma avec moi? Geht ihr mit mir ins Kino? Ich forme um. Marine fragt Elodie und Clara, ob sie mit ihr ins Kino gehen. Jemanden fragen heißt demander à quelqu'un. Derjenige, den man fragt, bildet ein indirektes Objekt mit A. Der einleitende Hauptsatz lautet Marine demande à Elodie et Clara. Ob heißt sie. Zwei Mädchen sind elle. Si elle vont au cinéma. Also jetzt hier die dritte Person Plural angepasst auf elle. Mit ihr heißt avec elle. Das ist das betonte Personalpronomen der dritten Person Singular im Femininum. Vor sie steht ebenfalls kein Komma. Si elle und si on werden nicht apostrophiert. Nur bei s'il und s'il wird apostrophiert. Marine demande à Elodie et Clara si elle vont au cinéma avec elle. Clara hat aber keinen Bock auf Kino und Marine fragt, pourquoi tu ne veux pas nous accompagner? Warum willst du uns nicht begleiten? Die zweite Möglichkeit, eine indirekte Frage einzuleiten, ist die mit Marine veut savoir, Marine will wissen. Jetzt folgt ein Fragewort, pourquoi? Das übernehme ich einfach. Marine veut savoir, pourquoi Clara ne veut pas? Was wird jetzt aus dem nous? Dazu musst du wissen, jemanden begleiten heißt accompagner quelqu'un. Das ist ein direktes Objekt. Le, la, les, Plural, ich brauche les. Les accompagner. Und ich erhalte Marine veut savoir pourquoi Clara ne veut pas les accompagner. Wenn du ein Fragewort hast wie pourquoi, comment, quand, où, avec qui, übernimmst du einfach das Fragewort. Im Nebensatz zu verändern ist das Personalpronomen, dazu die Verbform. Und falls vorhanden, musst du den Possessivbegleiter, ein Objektpronomen oder ein betontes Personalpronomen ebenfalls ändern. Schau dir unbedingt unser hier verlinktes Trainingsvideo dazu an, dann machst du künftig alles richtig. Und wenn ihr das Thema indirekte Rede und Frage ganz neu habt, ist unser etwas ausführlicheres Erklärvideo einfach perfekt für dich. Denk bitte auch an dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci de ta confiance et à très bientôt bei Fit für Franze.